Das griechische Wahlvolk hat sich erneut für Alexis Tsipras als seinen obersten Vertreter entschieden und das sehr deutlich. Über die griechische Wahl und allfällige Konsequenzen daraus sprechen wir heute bei NZZ Global, dem Auslandgespräch der Neuen Zürcher Zeitung. Im Studio begrüße ich jetzt Ivo Meinzen aus der Auslandredaktion, er ist zuständig für Griechenland. Guten Tag. Guten Tag, Frau Fleck. Herr Meinzen, mehr als 35% der Griechen wollen Tsipras weiterhin als Ministerpräsident amten sehen. Wenn man bedenkt, dass er eigentlich in seiner ersten Amtszeit, also im letzten halben Jahr, so gut wie alle Wahlversprechen gebrochen hat, was macht ihn denn als politische Figur so anziehend? Ja, das ist in der Tat sehr erstaunlich, dass er das noch einmal geschafft hat. Ich denke, die Leute haben ihm zugute gehalten, dass sie das Gefühl haben, dass er trotz allem gekämpft hat, dass er hart verhandelt hat. Das ist populär in Griechenland offensichtlich. Der zweite sehr wichtige Punkt ist aber auch die Schwäche der Opposition. Also wenn wir sehen, dass die Nea Dimokratia, die wichtigste konservative Oppositionspartei, gut 28% geschafft hat, was etwa gleich viel ist wie im Januar, und dies trotz einer sehr erratischen Zeit als Regierungschef von Tsipras und vielen, wie Sie gesagt haben, gebrochenen Wahlversprechen, da muss man einfach sagen, das ist auch die Schwäche der Opposition und das hat viel damit zu tun, dass diese halt als Vertreterin des alten, auch korrupten Klientelsystems in Griechenland angeschaut wird, dass das Land erst in die Krise eigentlich geführt hat vor 6 Jahren. Und offenbar war die Hoffnung jetzt trotz diesen 7 Monaten mit einem äußerst bescheidenen Leistungsausweis von Alexis Tsipras, war offenbar die Hoffnung da, dass er doch eine zweite Chance verdient und vielleicht zu einer Erneuerung beitragen kann. Sie haben in einem Kommentar Tsipras als ideologisch wandelbaren Überlebenskünstler bezeichnet. Negativ kann man das jetzt auch als Wendehals lesen. Ist er das? Ist Tsipras jemand, der für die Macht alle seine Werte über Bord wirft? Ja, also ich glaube, wenn Sie seine ehemaligen Parteigenossen, die sich teilweise jetzt auch abgesetzt haben von dieser Partei, fragen würden, da würden die das sicher sagen. Ich denke, es ist nicht nur Opportunismus, ich denke, es ist auch ein gewisser Realismus und das muss man ihm, denke ich, auch zugutehalten, dass er irgendwann gemerkt hat und auch die Leute um ihn herum in den letzten Monaten, dass es einfach nicht anders geht, als dass man halt jetzt diese auch sehr unpopulären Maßnahmen ergreifen muss, diese Reformmaßnahmen, auch diese Sparvorgaben aus Brüssel, wenn das Land nicht bankrott gehen will. Und ich denke, das muss man ihm zugutehalten, weil er hätte ja auch im Juni irgendwann sagen können, gut, ich trete jetzt zurück, übernehme keine politische Verantwortung für diese Einigung und die hat er jetzt übernommen und das heißt jetzt auch, die muss er jetzt als wiedergewählter Ministerpräsident umsetzen. Der linksradikale Flügel der Syriza, die Volkseinheit, hat sich abgespalten, ist aber an der Hürde zum Parlament gescheitert. Seine ärgsten Feinde haben sich damit quasi selbst kaltgestellt. Kann Tsipras jetzt auf quasi eine homogene Wertegesellschaft innerhalb seiner Partei sich stützen, zurückgreifen oder drohen ihm weiterhin Querschüsse aus den eigenen Reihen? Ja. Also ich denke auch, das ist eine sehr erstaunliche, ein erstaunliches Resultat dieser Wahlen, dass jetzt diese doch, es waren über 20 Parlamentarier, die sich in dieser Volkseinheit zusammengefunden haben, dass die nicht mehr vertreten sind. Das stärkt Tsipras enorm in seiner Partei. Gleichzeitig ist klar, es ist weiterhin gibt es verschiedene Strömungen, gibt es auch prominente Repräsentanten innerhalb von Syriza, die diesen Kurs nicht mittragen. Da wird es auch weitere Belastungsproben geben in der Zukunft. Und ich denke, das wird sich jetzt auch erst in den nächsten Tagen zeigen, wie auch Tsipras diesen Wahlsieg jetzt interpretiert. Weil man hat ja einerseits klar eine gewisse Reformbereitschaft, die er gezeigt hat, aber andererseits hat er jetzt auch wieder gesagt, es geht jetzt vor allem darum, Schulden neu zu verhandeln, es geht darum, die Würde des griechischen Volkes weiterhin zu verteidigen. Und das sind natürlich nicht nur gute Zeichen jetzt, zumindest aus einer Brüsseler Perspektive. Sie haben Brüssel angesprochen. Jetzt wage ich die Prognose, Brüssel ist nicht undankbar darüber, sich nicht wieder mit einer neuen griechischen Regierung herumzuschlagen. Ja, stimmt das? Das ist einerseits sicher richtig, weil man hat Ansprechpersonen, man hat auch zum Beispiel seit dem Abgang von Varoufakis als Finanzminister eigentlich einen sehr umgänglichen Partner da im griechischen Finanzministerium. Andererseits gibt es bestimmt in Brüssel auch solche, die sich jetzt vielleicht lieber eine
moderatere Regierung gewünscht hätten. Aber es ist klar, in den nächsten Monaten wird es darum gehen, diese Vorgaben von den europäischen und internationalen Geldgebern umzusetzen. Da wird auch der Spielraum der Regierung relativ klein sein und da sind auch sehr klare Fristen eingebaut, wann das überprüft wird, damit mehr Geld dann fließt. Vielen Dank, Ivo Mainzen, für Ihre Einschätzungen. Vielen Dank. Ihnen danken wir fürs Zusehen. Alle Informationen rund um die griechischen Wahlen können Sie jederzeit online nachlesen unter nzz.ch.